Ja, ein zweites Mal heute von mir ein Video. Wie ihr sehen könnt, ja, ist die Douglas-Box gestern bei mir angekommen. Die habe ich schon seit ein paar Monaten, bekomme ich die. Und ja, das ist jetzt mein erstes Video quasi, in dem ich euch zeige, was in meiner Douglas-Box drin ist. Nicht wundern, wie gesagt, das ist jetzt das zweite Video. Ich habe gerade eben die 20 Euro Make-up-Challenge abgedreht und die ist jetzt gerade auch schon auf dem Rechner, wird bearbeitet. Und deshalb sehe ich jetzt quasi gleich aus, wie in dem natürlich vorher gedrehten Video. Die Haare sind ein bisschen zottelig, weil ich heute Morgen geduscht habe und die einfach hab Luft trocknen lassen. Deshalb bitte nicht wundern. Und jetzt irgendwie sehe ich schon wieder mega braun aus im Gesicht. Liegt vielleicht am Bronzer, den ich eben in der 20 Euro Make-up Challenge benutzt habe. Und ja, ich habe knapp bestanden mit 19 Euro und 29 Cent. Vorab möchte ich euch kurz zeigen, gestern habe ich mir diesen Nagellack hier lackiert. Das ist der von Essie aus der Bikini Sortini LE, meine ich zumindest. Ja, Mojito Madness. Finde ich sehr, sehr schön jetzt für den Sommer. Richtig schönes Grashüpfel. Ein schönes Grasgrün. So. Und jetzt kommen wir zur Douglas Box. Ich habe es geschafft, die mal, man kann die ja seit neuesten oder seit ein paar Monaten selber zusammenstellen. Und ja, somit weiß man dann halt, was man bekommt. Und man muss allerdings schnell sein, weil man kriegt kurz vorher eine E-Mail von Douglas und in der steht so, ab morgen kannst du im gewissen Zeitraum oder solange der Vorrat halt die Artikel, die du haben willst, vorrätig da sind, kannst du dir die in deine Box quasi zusammenstellen. Und diesmal war ich schnell, habe dann am nächsten Tag bin ich auf die Douglas Homepage gegangen und habe dann wirklich die Sachen noch bekommen, die ich auch gerne mal testen möchte. Und ja, also Sachen wie Kosmetik sind natürlich sehr schnell vergriffen und wenn man zu spät kommt, dann sind die halt schon nicht mehr vorrätig. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, weiß natürlich, was ich bestellt habe noch so ungefähr. Habe die jetzt nur gestern aus dem Karton genommen und ja, jetzt öffnen wir die einfach mal. Zack. Die Boxen finde ich übrigens wunderschön zum ja, Kosmetik drinne sammeln oder auch für andere Sachen oder zum Verschenken, habe ich auch schon gemacht. Ja, hier drin befindet sich jetzt, finde ich auch ganz toll, die kleine süße Douglas-Tasche. Holen wir jetzt mal raus. Und hier unten haben wir dann noch das Kärtchen. Ja, man bekommt also, wenn man von den 5 Produkten eins besonders toll findet, dann kriegt man darauf und sich das im Original kauft, kriegt man halt 10%. Das finde ich, habe ich zwar noch nie so benutzt, aber wer weiß. Ja, jetzt fangen wir an. Ich hole mal das erste raus. Und das ist Egypt Wonder Day and Night Lipstick. Sagt mir jetzt so nichts, habe ich noch nie was von gehört. Ist aber, ist das der? Tana, ja, müsste der das Originalprodukt sein. Und zwar der Tana Lipstick, den seht ihr hier. Also das Originalprodukt von unserem Egypt Wonder Mineral Puder Produkten ist in das Prinzip bekannt. Bla bla. Das ist halt ein Lipstick. Je nach Hauttyp erhalten Sie mit nur einem Lippenstift Ihre eigene höchstpersönliche, zu Ihrem Turn passende Lippenfarbe. Verständlich, dass man dieses Kosmetikum auch den denkenden Lippenstift nennt. Okay. Dieser Lippenstift gibt Ihnen, weiche und gepflegte Lippen durch natürliche Wachse, zum Beispiel Bienenwachs und Öle, zum Beispiel Jojobaöl. Und übersteht nicht nur die wichtigen Dinge des Tages wie Essen, Trinken und Küssen, sondern auch die wichtigen Dinge der Nacht. Also das hört sich ja sehr vielversprechend an, meint ihr nicht auch? Wir holen das mal jetzt hier raus. Okay, hier seht ihr der Lippenstift und hier ist noch was zum Lesen. Okay, Werbung. So, so sieht das gute Stück aus. Ist ganz nett gemacht. Und hier steht dann drauf Day and Night Lipstick. Ja, jo, jetzt bin ich gespannt. Tata. Was ist das für eine Farbe? Rot-braun, eher ins bräunliche gehende, würde ich sagen. Riecht normal, nicht,
nicht überparfümiert und so ganz leichter Schimmer ist da, glaube ich, drin. Wir machen erstmal einen Handswatch. Also er schimmert richtig schön, ist, glaube ich, nicht allzu deckend. Und hier sieht das dann doch eher aus wie so Rosé-Farben, würde ich sagen. Wir probieren den mal aus. Ja, jetzt habe ich den aufgetragen. Und ja, was meint ihr? Also der wirkt wirklich, finde ich, so bräunlich. So leicht rosenholzbraun auf den Lippen. Hat sich gut auftragen lassen. Ist mega weich und geschmeidig. Ja, ich hole euch mal ran. Ja, also soll ich mal den Kusstest machen? Jetzt habe ich keinen Mann hier zum Küssen. Nehme ich mal meinen Arm. Okay, was war das? Übersteht Küsse und so? Okay, ich sehe, ich habe noch Farbe auf den Lippen, aber wie ihr seht, also ich denke mal, der ist jetzt nicht so ein Stain, wie sagt man, so ein Long-Lasting-Gedöns, aber vielleicht hält er, ne, auch da geht die Farbe nochmal ab. So, jetzt habe ich mal wieder nichts zum Saubermachen, aber egal. Aber die Farbe gefällt mir und passt auch heute zum gerade eben geschminkten Augen-Make-up. Okay, ich werde den jetzt weiterhin testen, weil ich finde den an sich, ich hatte noch nie von dieser Firma Egypt Wonder was und kommt aus Bielefeld, steht hier. Ja, den werde ich bestimmt noch öfters benutzen und finde ich toll. Was der jetzt in Original kostet, steht leider hier nicht drauf. 4,58 Gramm? Nö. Aber irgendwie, ja, interessant. Freue ich mich. So, dann als nächstes, ja, habe ich mir ausgesucht von Eli Saab ein Eau de Toilette. Kommt in so einer Verpackung daher. Jetzt machen wir die mal auf. Fand ich sehr interessant, weil davon habe ich noch kein Parfüm. Und ja, er erinnert mich an meinen Chemiekurs früher in der Schule. An so ein Reagenzröhrchen. Ja, hier steht der Name drauf. Und süß finde ich hier den Nöppel. Gut, man muss natürlich jetzt vorsichtig. Ups. Oh, ich gebe mir mal so ein bisschen, riecht, ja, oh Gott, jetzt geht's ans Beschreiben, Leute. Frisch, elegant, aber auch sportlich. Ja, benutze ich bestimmt weiterhin und ich finde die Art, wie, ja, wie halt so ein Reagenzglas, finde ich ganz lustig. Wie viel sind denn hier drin? 4 Milliliter, ist das schon was? Ich hoffe natürlich, dass das hier gut verschlossen bleibt, weil manchmal, ne, mal testen, da kommt nichts raus. Also kann ich auch mal problemlos so mit in die Handtasche packen, nimmt wenig Platz weg. Ja, wie gesagt, Elisa, finde ich toll. Wollte ich auch haben. Dann, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem meiner Videos erwähnt hatte, bin ich Alien-Fan. Nicht nur von dem Film Alien, sondern auch von dem Parfüm, von dem Duft, habe ich nämlich selber auch. Und da gab es diese Body Lotion und Radiant Body Lotion, schimmernde Body Lotion steht hier. Ja, oh, und ich rieche es schon, ich rieche es so schon. Oh Leute, oh. Wir gucken jetzt mal. So, hat so einen leichten lila Stich, finde ich. Und wir verteilen das jetzt mal. Oh, hier oben. Es riecht wirklich wie das Parfüm. Total lecker. So, jetzt stand da ja schimmernde Creme. Da sind wirklich ganz feine goldene Schimmerpartikel drin. Jetzt weiß ich nicht, ob man das erkennen kann. Ich
vermute mal eher nein. Es fühlt sich aber toll auf der Haut an. Es zieht gut ein. Es riecht wunderbar. Wer Alien kennt als Parfüm, der wird diese Bodylotion, die schimmernde Bodylotion lieben. Und hier sind 30 Milliliter drin. Ja, das Parfüm an sich ist ja auch schon recht teuer. Und ich denke mal, in Originalgröße wird das bestimmt über 20 Euro kosten. Vermute ich jetzt mal, aber boah, das ist einfach nur geil, der Duft. Genau mein Ding. So für abends, wenn man rausgeht, das Parfüm und dann noch so ein bisschen vielleicht aufs Dekolleté auch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil, wie gesagt, ihr könnt es jetzt leider nicht erkennen, da sind aber ganz kleine, feine, aber nicht fühlbare, goldene Glitzerstückchen drin. Jo, tolle Sache. Was habe ich mir noch ausgesucht? Das war jetzt das dritte Produkt und als viertes von, das war schon offen, von Shiseido, die Benfiance Balance Softener Anti, irgendwas, pups die Wand an, 30 Milliliter, eine Balance, warum steht das denn nicht hier auf Deutsch? Reichhaltiger Weichmacher. Okay. Mal schauen. Okay, ein Beipackzettel. Und ich dachte jetzt, es wäre eine Creme, aber das Fläschchen finde ich ganz nett. So sieht das aus. Weichmacher. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht, was ein Weichmacher ist. Riecht lecker, angenehm. Aber was ist das jetzt, Leute? Jetzt habt mal einen Moment Geduld. Ich suche jetzt mal hier in dem Beipackzettel eben. Ich denke, da wird das irgendwo kurz... wahrscheinlich wisst ihr es schon alle und ich bin wieder die Dumme. Chinesisch. Da. Eine außergewöhnlich reichhaltig feuchtigkeitsspendende Lotion, die den Anzeichen vorzeitiger Hautalterung entgegenwirkt. Macht die Haut weich und geschmeidig und schenkt neue Vitalität. Die Wirksamkeit der nachfolgenden Pflege wird intensiviert. Für trockene bis sehr trockene Haut enthält Biohyaluron, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, macht die Haut weich und glatt, stellt das natürliche pH-Gleichgewicht der Haut nach der Reinigung wieder her. Okay, also ich denke nach der Reinigung, bevor ihr eure normale Gesichtscreme auftragt, denke ich mal, muss man dann diese flüssige Masse ins Gesicht tupfen oder so. Ich werde es mal ausprobieren. Habe ich noch nie, von Shiseido habe ich, glaube ich, noch nie was gehabt. Doch, ein Augenpröbchen, glaube ich. Aber ich bin schon ganz gespannt. Naja, werde berichten. Dann habe ich mir noch ausgesucht als fünftes und letztes Produkt den Art Deco Lip Brilliance Long Lasting Lip Gloss. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Jetzt, das ist die Farbe, denke mal hier oben, die Nummer 52. Ist halt so eine Reisegröße, schön klein. Den kann man dann auch mal leer machen, denke ich. Und der hat Glitzerschimmer drin. Und das ist so ein dunkler Bärenton, würde ich sagen. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich natürlich hier meinen ägyptischen Wunderlippenstift noch drauf. Machen wir jetzt mal ab. So. Und jetzt tragen wir den mal kurz auf. Auch so ein Schwammapplikator. Riecht angenehm. Kommt da überhaupt was? Hallo? Oh ja. So, sollte reichen. Jo. So ein natürlicher, betont die eigene Lippenfarbe recht schön. Die Glitzerstückchen spüre ich jetzt gar nicht, den Schimmer, der hier drin enthalten ist. Finde aber, das Ergebnis ist angenehm. Er ist nicht pappig oder sehr klebrig. Richtig schön geschmeidig auf den Lippen. Oh ja. Auch den, denke ich, werde ich mal in meine Handtasche packen, zusammen mit meinem Parfüm, mit der Alien Body Lotion. Das kommt in mein Badezimmerschränkchen.
was haben wir noch? Und den ägyptischen Wunderstift, der aber, wie man sehen kann, jetzt nicht irgendwie, wie drinne steht, Küssen übersteht. Egal, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Habe mich gefreut, dass ich mal das geschafft habe, in dem Zeitraum wirklich die Sachen auch mir zusammenstellen zu können. Aber wisst ihr, was ich jetzt gerade merke? Hihi. Hier habe ich ja den Lippenstift drauf gemacht und jetzt guckt euch das mal an. Der ägyptische hier, ne? Diesen hier, der war das, meine ich doch, wa? Ja klar, der geht gar nicht mehr ab. Der ist das doch. Oder täusche ich mich jetzt da? Hä? Ja sicher, der ist das. Der schimmert jetzt irgendwie anders Farben, seht ihr das? Aber anscheinend trocknet der dann irgendwie mit der Zeit doch. Und das ist der, ja. Was anderes habe ich ja jetzt auch nicht benutzt, außer dem Lipgloss. Interessant. Also anscheinend zieht er doch dann, wenn er trocken wird, hinterlässt er dann wirklich noch richtig Farbe auf euren Lippen. Also anscheinend ist doch irgendwas dran. Ich denke, wenn man den aufträgt, sollte man einen Moment warten oder einmal auf so ein Zewa-Tuch beißen oder Taschentuch und den Überschuss an Lippenfarbe nimmt der dann weg und ja. Also bin doch positiv überrascht. Ich sehe das gerade durch Zufall hier, wenn wir jetzt hier drüber gehen, ist das doch anscheinend wie wasserfest. Toll. Also ich bin sehr begeistert von den Produkten. Die Alien Body Lotion Creme riecht super. Das von Elisab, das Parfümchen riecht toll. Ja, ich weiß nicht, gibt es unter meinen Zuschauern von euch auch jemanden, der die Douglas Box abonniert hat? Würde mich dann doch mal interessieren. Wenn ja, schreibt mir doch mal in die Infobox, was ihr euch ausgesucht habt. Ob ihr, und vor allem, ob ihr auch diesen, ja doch, der war ja in jeder Box drin, was ihr von diesem ägyptischen Wunder Day and Night Lipstick haltet. Da wäre ich doch mal wirklich sehr, sehr gespannt. In diesem Sinne, vielleicht schaffe ich es gleich noch ein Video zu drehen. Ich habe gerade so ein bisschen Zeit und bin gerade in Drehlaune, sage ich jetzt mal so. Ja, aber ihr werdet es ja merken, wann das nächste Video kommt. Vielleicht lade ich auch dieses heute zusätzlich noch hoch zu meinem 20 Euro Make-up Challenge Video. Dann passt das ganz gut und jetzt sage ich tschüss, bis bald. Macht's gut, eure Nadine.